Moin Leute, Maurice hier mit den News und dem Store-Update für die laufende Woche. Praise the Sun, bald wird wieder gestorben, was das Zeug hält. Am 25. Mai erscheint Dark Souls Remastered für die PS4. Bandai Namco und FromSoft haben gerade einen Netzwerktest angekündigt, um sicherzustellen, dass die Online-Server dem Spieleransturm am Release-Tag auch standhalten. Interessierte Spieler können sich von heute bis zum 8. Mai für den Testlauf registrieren und den benötigten Client im PSN runterladen. Am 11. und 12. Mai zwischen 18 und 24 Uhr könnt ihr euch dann schon mal testweise so richtig vermöbeln lassen. Und zwar in butterweichen 60 Frames pro Sekunde. Mal gucken, was Blighttown dazu sagt. Der heiß ersehnte Open-World-Spaghetti-Western Red Dead Redemption 2 bekommt heute einen neuen Trailer. Da der fast zeitgleich mit diesen News erscheint, habe ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den Trailer selbst noch nicht gesehen und versorge euch deshalb vorsorglich mit ein paar Pauschalreaktionen. Da, ein Pferd. Achtung, er schießt. Neben der Kampagne gibt es, befeuert durch den nicht enden wollenden Erfolg von GTA Online, auch im PvP wieder zu ballern, reiten, saufen und pokern, was das Zeug hält. Konkrete Details zum Spiel sind bisher Mangelware, weshalb wir hoffen, dass Rockstar mit dem heutigen Trailer auch ein paar neue Infos raushaut. Cowboy heißt auf Deutsch übrigens Kuhjunge. Kühl, oder? Wie Destiny-Fans unter euch sicher schon mitbekommen haben, erscheint am 8. Mai die zweite Destiny 2 Erweiterung Kriegsgeist. Diese bietet neben einer Erweiterung der Story ein neues Areal auf dem Polarkappen des Mars, einen neuen Raid-Trakt, den neuen Wellenmodus Eskalationsprotokoll sowie neue Waffen und Rüstung. Zeitgleich zum DLC erscheint außerdem ein neues Update, welches unter anderem private PvP-Matches und zwei PvP-Ranking-Systeme einführt. Wie gewohnt kommen PS4-Spieler mit dem DLC in den Genuss von Exklusivinhalten. Zum einen mit dem exklusiven Strike the Inside Terminus, in dem ihr zusammen mit Zavala auf Nessus in eine Vex-Gruft eindringt, zum anderen gibt es für jede Klasse ein neues exklusives Rüstungsset. Ob Bungie es mit dem zweiten DLC schafft, das Ruder wieder rumzureißen und die Community sofort zurück an Bord zu holen, oder ob wir dafür erst das heiß ummunkelte Herbst-Update abwarten müssen, bleibt abzuwarten. Im letzten Reveal-Stream und auf dem vorhergegangenen Community-Summit hat das Studio auf jeden Fall durchblicken lassen, dass es sich auf dem richtigen Weg befindet und sich keinesfalls davor scheut, Fehler einzugestehen und aus ihnen zu lernen. In knapp 1,5 Monaten ist es wieder soweit. Die E3 läutet die heißeste Spiele-News-Woche des Jahres ein. Publisher Bethesda hat bei der Bekanntmachung des Termins für seine diesjährige Pressekonferenz unter anderem die Franchises The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored und, hört hört, Doom ins Gespräch gebracht. Wir sind sehr gespannt. Über die kommenden Wochen sind natürlich noch weitere Announcements zu anstehenden Announcements auf der E3 zu erwarten. Die größten Announcements announcen wir natürlich bei uns auf dem Kanal und halten euch wie immer fein auf dem Laufenden. Und damit zu den Neuerscheinungen der Woche und den aktuellen Angeboten im PlayStation Store. Den Anfang bei den Releases macht das Ghostbusters VR, Firehouse und Showdown Bundle. Taucht ein ins virtuelle New York, jagt Geister und liefert euch eine Schlacht mit dem Mäusespeckmann. Lecker! In Guns of Icarus Alliance könnt ihr gemeinsam mit einer Schar von Freunden groß angelegte PvP- und PvE-Schlachten schlagen. Das Angebot der Woche ist diese Woche Far Cry 5. Den abgedrehten Open-World-Shooter im religiös verschallerten Hope County, Montana erhaltet ihr diese Woche für 49,99 €. Unter den weiteren Angeboten gibt es die Souls-like-Samurai-Perle Nioh für schlappe 24,99 €. Und wenn das zusammen mit dem Dark Souls-Netzwerktest euer Sadismus-Pensum diese Woche nicht voll bekommt, gibt es mit Bloodborne in der Game of the Year Edition für erniedrigte 19,99 € noch einen obendrauf. Dreimal so richtig schön aufs Maul für lau, was will man mehr? Einen weiteren Abstieg in die Abgründe der menschlichen Psyche gibt es pünktlich zum Frühlingsbeginn mit Hellblade: Senua's Sacrifice für 20,99 €. Zu düster? Dann kuschelt die niedliche Hunderatte in The Last Guardian für 14,99 €. Zu friedlich? Dann holt euch Yakuza Kiwami für schlappe 12,99 €. Zu teuer? Dann treibt die hinterher einfach wieder ein. Wie immer gibt es auch diese Woche aber Dutzende weitere Angebote im Store, die wir hier aus Platzgründen nicht alle untergebracht bekommen. Für mehr Details schaut deshalb einfach beim PlayStation Blog oder direkt im Store vorbei. Das waren die News und das Store-Update. Um auch in Zukunft nicht zu verpassen, abonniert uns, aktiviert das Glöckchen neben dem Abo-Button und wenn ihr gut drauf seid, lasst uns gern auch noch einen Daumen nach oben da. Schönen Frühlingsanfang, euer Maurice.